Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orga TV. Es ist wieder Mittwoch, es ist wieder 18.18 Uhr und ich hoffe, ihr habt alle eingeschaltet. Orga TV. Unser Thema heute, vielleicht hat der ein oder andere schon das Plakat gesehen oder auf unserer Facebook-Seite nachgelesen. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Lego. Ich habe hier auf dem Tisch und hier hinter mir schon einige coole Bauwerke stehen. Und wir wollten heute einfach mal rausfinden, ja, was macht Lego aus? Was ist denn eigentlich cooler, Lego oder Playmobil und noch ganz viele andere Sachen. Ja, ein anderes Thema bei uns in der Sendung ist MTP. MTP ist ja Marketing zwischen Theorie und Praxis, ein Verein hier an der Uni. Und auch da haben wir noch den einen oder anderen Beitrag für euch. Aber bevor wir mit unseren Hauptthemen in die Sendung einsteigen, hat der Pascal für euch ein neues Format vorbereitet. Und zwar wird der Pascal ab jetzt jede Woche einen News-Ticker für euch leiten, wo einfach so ein paar Neuigkeiten rund um die Uni vorgestellt werden in aller Kürze, die sonst eben in keinen Beitrag Eintritt finden. Ja, schaut einfach mal rein. Ich hoffe, es gefällt euch. Herzlich willkommen zu den Orga TV News in 90 Sekunden. Info für alle Studierenden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Ihr habt die Möglichkeit, euch vom 12. bis 26. November 15 Uhr im WIPA zu den Klausuren anzumelden. Abmeldefrist ist der 25. Januar 12 Uhr. Detaillierte Informationen hierzu bekommt ihr in unserer nächsten Sendung. Vodafone. Vodafone eröffnet einen Shop auf dem Saarbrücker Unicampus. Studierende haben nun die Möglichkeit, ihre bereits bestehenden oder zukünftigen Mobilfunkverträge auf dem Campus abzuändern, zu kündigen oder zu verlängern. Zu finden ist der Shop in A44, dem Campus Center. Konzertreihe an der Uni. Die Konzertreihe Bach, Beethoven, Brandneu beginnt am 14. November an der Saar-Uni. Schüler und Studenten haben freien Eintritt, alle anderen zahlen 10 Euro. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula. Börsenführerschein. Die Börseninitiative Saar bietet auch dieses Jahr wieder einen Börsenführerschein an. In Kooperation mit der Bank 1 Saar werden die Studierenden mit dem Kapitalmarkt vertraut gemacht. Es werden keine Vorkenntnisse erwartet. Die Veranstaltung ist in zwei Termine aufgeteilt. 3. und 10. Dezember jeweils um 18 Uhr. Die Veranstaltung ist ferner kostenlos. Bei Interesse auf börseninitiative.de anmelden. So, das war's schon mit den News. Zurück zu dir, Lukas. Danke, Pascal. Und auch vielen Dank für diesen netten Beitrag. Ich denke, gerade der Börsenführerschein, das ist so eine Sache, die sonst nie in irgendeinem Beitrag hier Erwähnung finden würde. Und gerade dafür ist eben der News-Ticker da, einfach um eben solche kleinen Neuigkeiten hier auf dem Campus, denen auch einen gewissen Raum einzuräumen. So, jetzt wollen wir voll in unser Thema Lego einsteigen und wir haben uns natürlich in der letzten Woche Gedanken gemacht, tja, was passiert denn eigentlich? Thema Lego, was können wir machen, was können wir unseren Zuschauern zeigen? Und dann sind wir einfach mal Ende letzter Woche in den Lego-Store hier in Saarbrücken gegangen und haben dieses schöne Spiel hier gefunden. Ich zeige das jetzt mal hier in die Kamera. Life of George nennt sich das. Das Spiel funktioniert eigentlich ganz einfach. Ihr braucht dazu ein Smartphone, also eine ganz moderne Sache im Prinzip. Und in diesem Spiel findet ihr ganz viele verschiedene Lego-Bausteine und das Smartphone gibt euch verschiedene Aufgaben, was ihr bauen sollt. Also zum Beispiel ein Männchen, das kann dann zum Beispiel aussehen wie dieses hier. Und das Ganze müsst ihr möglichst schnell schaffen und dann gibt es eben Punkte dafür. Und wir dachten uns, das wäre doch mal eine ganz lustige Sache, das mal auf dem Campus auszuprobieren. Und damit die Studenten auch mitmachen, haben wir uns gedacht, der schnellste Student bekommt von uns einen 5-Euro-Unique-Gutschein. So, jetzt ist natürlich die Spannung groß, wer hat gewonnen? Schaut mal rein in den Beitrag, dann seht ihr es. Lego, Hort von kreativen Köpfen oder IKEA für Anfänger. Wir haben uns einmal umgehört und geschaut, wie geschickt sich Studenten beim Bauen von Figuren, die ihnen gezeigt werden, anstellen. Der Schnellste gewinnt einen Preis. Bei uns zu Gast heute im Studio ist Thomas. Thomas, was studierst du? BWL im ersten Semester. BWL im ersten Semester. Na, dann warst du bestimmt schon bei Herrn Professor Scholz und hast bewundern können, wie andere Leute Lego-Autos zusammenbauen. Ja, letzte Woche. Letzte Woche war das. Wie fühlst du dich, nochmal in den Genuss von Lego zu kommen? Hast du früher lieber mit Lego oder mit Playmobil gespielt? Ich war ja die Lego-Generation. Was hat dir an Lego besser gefallen? Die Kompliziertheit der Bauten, die man machen konnte, waren wesentlich komplexer als mit Playmobil. Und sag mal, Playmobil ist auch einfach von der Größe her ja eher was für kleinere Kinder. Und auch Lego geht ja weit, weit über dieses ursprüngliche Kleinkindalter hinaus. Und das hat mich einfach mehr fasziniert als Playmobil.
3, 2, 1, los geht's. Aaron, mit was hast du früher lieber gespielt? Mit Playmobil oder mit Lego? Lieber mit Lego. Ja, da hatte man mehr Freiraum, sich was zu basteln. Okay. Lego waren immer fertige Figuren bei Playmobil. Was hattest du denn als Lego-Bausatz gehabt? Ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals eine Pyramide gehabt, die ich zusammengebaut habe und dort mit großer Freude gespielt habe. Wie war das denn bei dir? Oh je, so genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Bei mir war das mehr so gewesen, dass ich vor allen Dingen mit den Lego-Technik-Sachen gespielt habe. Weil die halt auch einfach viele Funktionen hatten, die das normale Lego nicht hat, zum Beispiel Licht oder halt Hebetechniken. Ich hatte zum Beispiel so einen Abschleppwagen, wo man dann die Rampe runterfahren konnte und ich bin fertig. Es geht, wenn man die richtigen Teile finden will, dann wäre das gar nicht mal so schwer. Also ich denke, das war doch ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis. Ja, vielen herzlichen Glückwunsch an Thomas. Du hast gewonnen, sehr, sehr eindeutig. Und der Gutschein, der geht zu Recht an dich. Also kannst du dir hier demnächst im Studio mal abholen kommen. Ja, neben mir sitzt jetzt die Marie, wie ihr schon gesehen habt. Und der Grund ist, wir machen nochmal eine kleine Orga-Challenge, wie schon letzte Woche. Das geht hoffentlich heute ohne Verletzungen aus. Ich hoffe es auch. Aber wir haben jetzt ja auch keine gefährlichen Gegenstände mehr genau. Im Studio. Also da kann eigentlich ja nichts schief gehen. Ja, wir haben uns nämlich gefragt, die eine Person hat ja irgendwie ewig gebraucht, um dieses Rätsel hier zu lösen. Und eigentlich sagt man immer, Lego ist ja schon so ein gewissermaßen ein Kinderspielzeug. Und deswegen wollten wir es jetzt auch mal ausprobieren. Wir wollen wieder einen kleinen Wettbewerb starten. Mhm. Wer schafft es schneller, eben genau diese Figur aus dem Beitrag aufzubauen? So, ich habe hier die Figur. Kann man hier nochmal sehen. Hier das Brettchen brauchen wir nicht, weil wir machen es ja ohne Smartphone. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, okay, oder? Okay, alles klar. So, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. So. Naja, okay, ich kann schon verstehen, dass das länger dauert, gell? Dass das länger dauert, weil das ist ja doch ein ziemliches Gesuche. Aber heute werde ich mit Sicherheit gewinnen. Ich habe schon wieder alles falsch gemacht, ey. Sag mal, Marie, du bist doch auch bei MTP, oder? Ja, genau. Ja, und ja, wie lange bist du da schon? Ja, also ich bin da im dritten Semester hingekommen, weil also mich das halt voll interessiert hat, was die da so machen. Und dann war ich erst Interessentin und dann habe ich mich wählen lassen und dann hatte ich das Amt Beratung und Veranstaltung. Ja, okay. Das klingt ja eigentlich ziemlich interessant. Ja. Und wir haben ja später auch noch einen ganz interessanten Beitrag vorbereitet, wo man das Ganze nochmal genauer sieht, was MTP so macht. Ja. So, wie weit bist du schon? Ah, du fängst noch gar nicht weit. Ich glaube, du gewinnst heute. Ja, jetzt suche ich aber auch. So. Also du hast extra die Teile versteckt, damit ich ihn nicht finde und verliere. So ist es nämlich. Du hast mich durchschaut. Naja. Ja, Moment, das hat oh, Scheiße. Ja, stimmt. Noch hast du früher auch immer mit Lego gespielt? Ja, natürlich. Ich hatte sogar diese coole Burg, die jeder haben wollte. Das Fort? Hattest du das Fort einfach? Das Fort hatte ich auch, aber die Burg ist ja nochmal was anderes. Also das Fort ist ja das mit den Cowboys und mit den Indianern, ne? Ja. Und die Burg mit den Rittern und den Drachen, die war halt besonders gefragt, weil die hatte noch so ein Katapult in der Burg drin. Ach, und das wollte halt zumindest jeder Junge, sag ich mal. Ja, weil ich hatte das zum Beispiel nicht, ne? Aber hast du auch mit Lego gespielt? Ja, also ich hatte, auf keinen Fall. Also auch auf jeden Fall Lego. Und
Dann habe ich sogar das Mädchen-Lego gehabt. Aber ich habe auch das normale Lego mit meinem Bruder immer gespielt. Da haben wir auch immer so geile Sachen dann entworfen, weil es war schon immer lustig. Ja, okay. So, Lukas. So. Am besten würde ich sagen, wir bauen uns das zusammen. Ja, ich würde auch sagen, wir tun uns einfach zusammen, aber da ist immer noch ein Fehler drin, das stimmt noch nicht ganz. Oh Mann. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal über zum nächsten Beitrag. Okay, ne? Weil wir haben uns ja gerade schon über Lego und über Playmobil gesprochen, aber wir wollten auch von unseren Zuschauern wissen, was ist denn jetzt wirklich cooler? Wollt ihr lieber Lego, wollt ihr lieber Playmobil? Und wir haben das Ganze in einem kleinen Kampf für euch vorbereitet. Schaut mal rein. Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier heute Abend live in der Arena zu einem wahren Spektakel. Hier haben sich zwei wahre Kämpfer bereit gemacht. Heute Abend treten die Firmen Lego und Playmobil zum Kampf gegeneinander an. Und hier rüsten sich schon die beiden Kontrahenten. Auf der einen Seite sehen wir das Playmobil-Männchen. Es rüstet sich mit Helm, mit Hellebarde und mit Schild. Und wir sehen, er hat sich sehr gut auf den Kampf vorbereitet. Er will heute Abend nicht verlieren. Das kann man ihm ansehen. In der anderen Ecke das Lego-Männchen. Auch das Lego-Männchen hat sich sehr hart auf diesen Kampf vorbereitet. Einige Monate schon vor diesem Tag hat es sich angefangen vorzubereiten. Und wir sehen, es ist kampfeslustig, es ist bereit anzugreifen. Und wir wollen direkt einsteigen mit dem ersten Fakt. Denn wir sind hier heute Abend ja beim Faktencheck. Wer wird diesen Kampf für sich entscheiden? Vielleicht kann der erste Fakt schon eine Vorentscheidung bringen. Welche Figuren und Gebäude sind detailreicher? Und wer wird den Kampf für sich entscheiden? Oh, und das Playmobil-Männchen greift an mit seiner Hellebarde. Aber wir wollen direkt weitergehen zum nächsten Faktencheck. Das Lego-Männchen natürlich angeschlagen, aber wird es zurückschlagen können? Welche Firma besitzt einen Guinness-Buch-Eintrag? Jetzt wollen wir mal was sehen aus der roten Ecke. Oh, und das Lego-Männchen schlägt das Playmobil-Männchen zu Boden. Das ist ja spannend, meine Damen und Herren. Unentschieden hier in der Arena. Vielleicht der nächste. Welches Unternehmen ist beliebter bei Kindern und Jugendlichen? Eine schwierige Frage, die es zu klären gilt. Oh, und da gibt es ein Unentschieden, meine Damen und Herren. Spannender kann es heute Abend wirklich nicht zugehen. Wird das hier jetzt die Vorentscheidung bringen? Welche Firma kann den höheren Umsatz vorweisen? Die Kontrahenten kämpfen und kämpfen. Und wer wird den Kampf für sich entscheiden können? Oh, verfehlt, meine Damen und Herren. Und da köpft das Lego-Männchen den Playmobil-Mann. Ich denke, dieser Kampf ist heute Abend hier entschieden zugunsten von Lego, meine Damen und Herren. Der Kampf endet mit 3-2 Punkten. Ja, meine Damen und Herren, ein spannender Kampf heute Abend. Ich gebe zurück ins Studio und verabschiede mich in den Abend. Ja, das war doch ein ziemlich lustiger Beitrag. Ich fand den Kommentator natürlich überragend in dem Beitrag. In der Zeit haben wir hier unser Männchen fertig gebaut. Oh, jetzt hat er schon wieder ein Bein verloren. Aber ich denke, man kann erkennen, dass das Ganze ungefähr stimmt. Wir haben jetzt dafür ungefähr, wie lange, 2 Minuten oder so gebraucht? Ja, würde ich auch sagen. Also, ja, das sollte doch für jeden auch schneller zu schaffen sein, als man das in dem Beitrag gesehen hat. Ja, mit der App ist das Ganze natürlich noch lustiger. Aber jetzt wollen wir auch zu einem anderen Thema kommen. Ihr habt's ja, ich habe es gerade eben schon kurz erwähnt und auch kurz schon mit der Marie drüber gesprochen. Ihr seht auch hier das Plakat, MTP. Und du bist da ja eben auch Mitglied. Was war denn eigentlich deine Funktion bei MTP? Genau, also ich hatte das Amt Beratung und Veranstaltung und war dafür zuständig, Unternehmen an Land zu ziehen, die mit uns zusammenarbeiten, damit wir halt mit denen so Kontakt aufbauen und irgendwelche Projekte oder Workshops mit denen machen. Okay. Welche Vorteile hat das, bei MTP zu sein? Ja, du kommst halt direkt in Kontakt mit den Unternehmen. Du kannst ein riesen Netzwerk aufbauen, weil natürlich die, die bei MTP auch als Student sind, die arbeiten ja später mal und hast du halt schon direkt ein riesen Netzwerk in ganz Deutschland, auf das du dann nachher zugreifen kannst. Also schon ziemlich praktisch. Also du würdest sagen, es lohnt sich definitiv, auf bei MTP Fall. Mitglied zu werden. Also ich gebe dir gleich den Mitgliederantrag und du musst dich anmelden. Genau, also ich bin definitiv überzeugt. Okay, gut. Für diejenigen von euch, die die Marie jetzt noch nicht komplett überzeugen konnte, haben wir noch mal einen kleinen Beitrag vorbereitet, wo zwei Personen, die aktuell auch bei MTP aktiv sind, das Ganze noch mal ein wenig genauer beschreiben. Schaut mal rein. Hallo, heute habe ich einen neuen Beitrag zu meiner Serie Beyond the Mainstream und dazu habe ich mir Leute von MTP eingeladen. Und zwar zum einen Julia und den Benedikt. Also Julia, die leitet jetzt die PR-Kampagne für die Kann-Rolle und der Benedikt, der ist erster Vorsitzender. Genau. Also erklär mal kurz, als erster Vorsitzender, was ist denn eigentlich MTP, für was steht das? Also MTP steht für Marketing zwischen Theorie und Praxis. Wir sind eine studentische Marketinginitiative, die größte in Deutschland.
Uns gibt es nicht nur hier in Saarbrücken, was auch gleichzeitig die Gründerstadt ist, sondern auch noch an 17 verschiedenen anderen Hochschulstandorten, von München bis Kiel und von Saarbrücken bis Erfurt eigentlich. Und wir versuchen halt, die Theorie ein bisschen in die Praxis umzuwandeln, viel mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und da Kontakte zu knüpfen, um später für das Leben schon ein bisschen gerüstet zu sein und Erfahrungen zu sammeln. Okay, das hört sich ja super an, aber wenn ich jetzt keine Ahnung von Marketing habe, kann ich dann trotzdem zu euch kommen? Ja klar, also eigentlich generell sind wir offen für jeden, der Lust hat, irgendwie sich ein bisschen mit Marketing auseinanderzusetzen. Wir haben zum Beispiel auch Psychologen bei uns im Verein oder Informatiker, also was jetzt gar nichts mit Marketing im Grunde zu tun hat, aber ja, wir sind froh für jeden, der irgendwie Lust hat, bei uns mitzumachen und sich ein bisschen einbringen möchte. Also wir haben auch, das ist so organisiert, dass wir verschiedene Bereiche haben. Wenn sich jetzt jemand für Personal eher interessiert, kann er bei uns auch im Ressort Personal mitarbeiten. Oder wenn jetzt jemand seinen Schwerpunkt bei Finanzen hat, dann haben wir auch ein Finanzressort. Also es ist schon so organisiert wie so ein kleines Unternehmen, wo es kleine Abteilungen dann intern gibt. Wie viele Mitglieder habt ihr im Moment gerade so im Plenum? Also im Plenum sind so durchschnittlich 20 bis 25 Leute da. Das ist aber schon ziemlich gut, ne? Genau, ja, also auf jeden Fall. Aber ihr hättet natürlich gern mehr Leute bei euch, also nochmal kurz Werbung. Ja, also je mehr Leute da sind, desto mehr können wir natürlich auch bewerkstelligen und wir freuen uns über alle Leute, die kommen. Wie gesagt, man kann viele Praxiserfahrungen sammeln, Kontakt zu Unternehmen knüpfen und dadurch auch ein riesen Alumni-Netzwerk zum Beispiel eröffnen und ja, genau. Also kommt vorbei und guckt es euch einfach mal an. So, und euer neues großes Event ist jetzt die Kannrolle. Was ist das genau und wann ist die überhaupt und warum muss ich da unbedingt hingehen? Also die Kannrolle, die findet am 22.11. hier an der Uni in der Aula statt. Ab 19 Uhr geht's los. Und die Kannrolle ist halt 90 Minuten Werbespots ohne Spielfilmunterbrechung, weil jedes Jahr wird halt in Cannes eine Cannes-Line verliehen. Das ist quasi die Oscar für die Werbebranche. Und da werden halt die kreativsten, nicht die kommerziellsten Werbespots oder Werbeaktionen und sowas prämiert. Und die zeigt man halt dann in der Cannes-Rolle, das ist quasi der Film. Und ja, das ist auf jeden Fall was Witziges. Letztes Jahr hatten wir es auch, dieses Jahr hatten wir es schon im Januar hier an der Uni. Das waren dann die Cannes-Lines von letztem Jahr. Und jetzt ist halt die neue Cannes-Rolle raus und jetzt präsentieren wir das nochmal in der Aula. Und ja, wir haben Platz für 400 Leute. Genau. Also könnt ihr alle zahlreich kommen und wir freuen uns auf euch. Und das wird halt so ein bisschen galamäßig aufgezogen mit Fotograf, der dann euch Fotos macht und roten Teppich und bitte ganz schön schick kommen und sowas, schön Kleidchen und die Herren Anzug oder Hemd und sowas. Ne? Ja. Und ja, das wird auf jeden Fall ein schöner Abend. Wir sind auch froh, dass die Schirmherrschaft dieses Jahr unser Universitätspräsident übernommen hat, Herr Professor Dr. Lindeweber. Dann ist es dann auch mal noch mal ein bisschen weg von der Marketing-Schiene und eröffnet dann auch noch mal ganz neue Wege und ja, genau. Okay, super. Dann ist das ja jetzt alles im sehr professionellen Rahmen und ich hoffe, wir haben euch überzeugt und ihr wollt auch mal beyond des Mainstreams schnuppern und kommen zu MTP und helft vielleicht dabei, die Kannrolle noch auf die Beine zu stellen oder ihr sagt einfach, okay, ich trete einfach zu MTP ein und macht da mit. Also ich denke, jetzt ist auch jeder Zweifler definitiv überzeugt, dass MTP schon das Richtige ist. Ne? Auf jeden Fall. Und du musst noch ein bisschen üben. Ja, das stimmt. Ich trainiere noch ein bisschen. Gut. Ja, MTP hostet ja auch noch eine Veranstaltung im November, am 22. genau genommen. Geht es um die Cannes-Rolle. Was ist das genau? Genau, das hat der Benny ja erklärt. Also da werden halt die besten Werbefilme gezeigt. Ohne Spielfilmunterbrechung. Also ja, es werden halt die lustigsten und besten Filme eigentlich gezeigt. Also, das ist ziemlich cool. Ja, super schöne Bilder, die wir da gesehen haben von der Cannes-Rolle. Ich denke, es lohnt sich definitiv hinzugehen. Auch wir von OrgaTV sind dabei und werden da noch einen kleinen Beitrag drehen. Ich fasse das Ganze nochmal kurz zusammen. Also die Veranstaltung ist am 22.11., Start ist 19 Uhr. Karten gibt es zu kaufen, ich muss kurz nachschauen, im Audimax ab dieser Woche 10 bis 14.30 Uhr oder in der Mensa ab nächste Woche Dienstag und Donnerstag 11 bis 13.30 Uhr, 6 Euro Abendkasse, nee Moment, 5 Euro Abendkasse, 6 Euro, so rum war's. Und ihr könnt jetzt hier an dieser Stelle auch gleich schon 2 Karten gewinnen, wenn ihr das möchtet, aber ihr kennt es mittlerweile, müsst ihr dazu auch eine Frage beantworten. Heute lautet die Frage, wie heißt denn eigentlich der Gründer von MTP? Wenn ihr das wisst, schreibt uns wie immer eine E-Mail oder via Facebook und ihr könnt diese 2 Eintrittskarten gewinnen.
So, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Lego. Wir haben jetzt ja hier auf dem Tisch auch schon den ein oder anderen coolen Flitzer liegen. Das hier wollte ich ja schon immer haben, ne? Ist das nicht dir? Nee, das ist nicht mir. Okay. Und was halt noch ganz interessant ist, ist nämlich das hier. Das kann man nämlich auch aus Lego bauen. Und hier ist ein Computer drauf, den kann man total programmieren, der kann super viel. Der kann rumfahren, der kann Farben erkennen, der kann alles Mögliche. Und jetzt findet am kommenden Wochenende an der HTW in Saarbrücken die Robo Night statt. Da werden eben ganz viele solcher Roboter vorgestellt. Und auch wir hätten da sehr gerne einen Beitrag gedreht, doch leider hat man uns das Ganze verboten sozusagen. Wir durften leider nicht kommen und filmen. Weil wir euch natürlich trotzdem nicht die Robo Night vorenthalten wollten, haben wir unseren Spezialagenten John mal losgeschickt, euch da mal vorab die Roboter, die da gezeigt werden, vorzustellen. Auf der Straße vor der HTW, sagt der John, der Moral-AD, und springt, ja, er ist so klein, in den Gullischacht hinein. Drüben auf der anderen Seite schießt er in seiner ganzen Breite heraus aus weißem Porzellan und rennt sogleich mit viel Elan über gefliesten Kachelboden vorbei an Bodenwicherzofen, rennt durch einen langen Flur. Hey, wo endet das Ganze nur? Hier neben all dem ganzen Plunder führt eine steile Treppe hinunter in den nächsten Korridor. John, schieb mal die Türe vor. Nanu, hier hört man's mächtig knattern. Ein Stempelding ist stets am Rattern. Stempel ganz ohne Beamten. Mensch, wem kann ich dafür danken? Schnell weiter hüpfend schießt der Wicht durch den Flur mit trüber Sicht, bis er vor einer Türe hält, die ihm besonders gut gefällt. Jetzt aber flink das Tischlein rauf und auf die Riesenflasche drauf, die Maschine aus buntem Stein durch Zauberhand zu öffnen scheint. Nur noch ein beherzter Satz und John labt sich im kühlen Nass. Kopfüber dann in des Flaschenschlund wird ihm das Geheimnis kund, warum man uns hat nicht drehen lassen. Ja, Bier sollt ihr noch selber fassen. Tja, also ihr seht, zur Robo Night braucht ihr nicht mehr hinzugehen. Alle Geheimnisse sind schon aufgedeckt. Waren zwar ein paar interessante Roboter, aber ich denke mal, das, was wir hier im Studio haben, übertrifft das schon so bei weitem, ja, ganz klar. So, jetzt haben wir noch was ganz Neues für euch. Und zwar ist es ja bei jeder Orga-TV, bei jedem Semester Orga-TV so, dass es quasi immer so einen roten Faden gibt von einem Format quasi, wo jede Sendung so einen Beitrag dazu gezeigt wird. Und auch unser Thema wollen wir jetzt bekannt geben. Das lautet Beyond the Mainstream und die Marie ist dafür die Hauptverantwortliche. Genau. Wie kamst du auf die Idee, das zu machen? Ja, genau. Also ich habe mir überlegt, es ist ja nicht so, dass die Studenten immer nur zur Vorlesung zur Uni gehen, sondern man kann ja auch an der Uni ganz viel andere Sachen machen, wie zum Beispiel Sport oder zum Beispiel zur MTP gehen. Also man kann das halt so ganz vielfältig gestalten. Und dann wollte ich mal zeigen, was das eigentlich so alles ist, was man so neben dem Mainstream eigentlich alles so machen kann. Also ich bin mir sicher, dass wir da ganz, ganz viele spannende Beiträge kommendes Semester dazu sehen werden. Und du hast uns jetzt auch schon einen kleinen Beitrag mitgebracht, genau, der jetzt nochmal so im Groben erläutert, um was es in deiner Reihe geht. Mhm. Schaut mal da rein. Hey, ich bin Marie und ich studiere BWL. Zurzeit mache ich ein internes Praktikum bei OrgaTV. In meiner neuen Beitragsreihe Beyond the Mainstream zeige ich euch außergewöhnliche Aktivitäten neben dem Studium. Heute möchte ich euch zeigen, was Beyond the Mainstream überhaupt bedeutet. Dazu bin ich durch Saarbrücken gelaufen und habe mich mal auf die Suche nach außergewöhnlichen Dingen gemacht. Und dabei habe ich mich eigentlich gefragt, was ist eigentlich die Bahnhofstraße, was stellt die Bahnhofstraße dar? Und das sind nicht einfach nur die Läden, sondern die Leute, die da langlaufen, die sich vom Rest der Menge abheben. Vor allem Künstler müssen sich ja auch vom Rest der Masse abheben. Und da fällt mir jetzt gerade Lady Gaga ein, die ja überhaupt nicht so ist wie andere und vom Äußeren ja total durchgeknallt ist. Aber hier muss man sich auch fragen, ob Lady Gaga wegen ihren vielen Fans nicht auch einmal schon wieder Mainstream geworden ist. Aber in Deutschland gibt es auch immer mehr Künstler, die sich vom Äußeren her abheben
Und das ist zum Beispiel Crow oder Masimoto, die ja immer bei ihren Auftritten eine Maske tragen. Auf jeden Fall war ich auch an der Uni noch unterwegs und habe mal die Studenten interviewt, was sie eigentlich vom Rest der Welt abhebt. Und hier sind die Antworten. Nicht Mainstream-Musik höre, nicht Mainstream ausgehe und nicht Mainstream esse. Ich bin doch wie jeder andere. Ich bin nicht Mainstream, weil ich freiwillig in der Saarland studieren gegangen bin. Genau, ich bin nicht Mainstream, weil ich bin. Also, ja, ich bin nicht Mainstream, weil ich Mutter Monika bin. Ich spiele in zwei Bands und die machen Musik, die sind absolut nicht Mainstream. Ich bin Mainstream. Ja, jetzt habe ich gesehen, wo ihr euch vom Mainstream abhebt, aber es gibt natürlich auch Orte, die sich vom Mainstream abheben, zum Beispiel der Jazzkeller oder die 100-Tage-Bar oder auch das Nilles, was ja schon allein vom Äußeren gar nicht in die Häuserfront reinpasst, neben dem edlen Café Paris zum Beispiel. Ja, und das Kino 8,5, das zeigt ja auch besondere Filme, die nicht in den kommerziellen Kinos gezeigt werden. Und das hebt sich natürlich da total von den anderen Kinos ab. So, wie ihr jetzt gesehen habt, muss man auf jeden Fall vom Hauptstrom abweichen, um Dinge sehen zu können, die man sonst im Mainstream nicht sieht. Und in den nächsten Wochen werde ich euch noch mehr Beispiele dazu zeigen. Also definitiv eine super interessante Beitragsreihe und ich freue mich schon total drauf, was da in der Zukunft noch von dir kommen wird. Ich freue mich auch. So, jetzt haben wir schon das Ende der Sendung fast erreicht. Wir hatten ja auch letzte Woche ein Gewinnspiel ausgeschrieben, da möchten wir noch kurz die Gewinner bekannt geben. Es ging ja um die Karten für Skyfall im Cinestar Saarbrücken. Wir haben die Gewinner ausgelost, das sind zwei Stück. Einmal ist das Juliane Zeiser und einmal ist das der Markus Uberach. Ja, alles Gute. Ihr beiden habt gewonnen. So, ansonsten haben wir ja letzte Woche noch das Kürbisschnitzen gemacht. Du hast auch noch eine kleine Hinterbliebenschaft an deinem Daumen. Auch das haben wir ausgewertet via Facebook. Ich muss leider zugeben, du hast mich geschlagen mit 3-1. Aber wir werden bestimmt noch den ein oder anderen Wettbewerb austragen, sodass ich das nochmal wettmachen kann. Ansonsten. Möchtest du noch einen besonderen Gruß loswerden? Genau, ich wollte noch ganz doll den Frederik Peper grüßen und wollte mich für seinen bezaubernden Pinnwand-Eintrag bedanken. Genau. Und ich habe noch kurz für euch die Party-Tipps fürs Wochenende, wie jedes Mal zum Ende der Sendung. Am Freitag ist im Nachtwerk Absolut Party, deine App, deine Party. Für alle Smartphone-Liebhaber, die kommen da voll auf ihre Kosten. Da gibt es alles rund ums digitale Vergnügen sozusagen. Außer die Musik, die ist natürlich wie immer extra klasse. Ein ganz besonderes Highlight ist auch am Freitag in der Unsichtbar. Und zwar ist da Tiefklang mit Amos, was ja doch ein relativ bekannter DJ ist. Und das lohnt sich also auch definitiv dahin zu gehen. Also wer basslastige Musik mag, der sollte da definitiv mal vorbeischauen. So, bevor ich mich jetzt wie jede Woche kurz verabschiede von euch und euch dann auf die nächste Woche vertröste, haben wir jetzt noch einen kleinen Überraschungsbeitrag für euch. Und zwar hat heute aus unserem Team der Philipp Geburtstag und dem möchten wir noch ein kurzes Ständchen singen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Philipp. Happy Birthday to you. Tja, Philipp, alles Gute. Ich denke mal, damit hast du nicht gerechnet. Danke. Ja, nichts für ungut. Wir haben das Ende der Sendung jetzt leider schon erreicht. Nächste Woche könnt ihr euch auf eine ganz besondere Sendung freuen. Da lohnt sich das Einschalten definitiv. Um was es genau geht, wollen wir noch nicht so ganz verraten. Aber wir schaltet mal ein, es wird ganz lustig. Also, dann bis nächste Woche, Mittwoch, 18:18 Uhr, unbedingt einschalten.